Herzlich willkommen bei eurem neuen Alberts Workshop. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Mitteln ein Balkonkraftwerk aufständern könnt. Diese Konstruktion eignet sich nicht nur für Balkone, sondern auch für Garagen, Flachdächer oder Pultdächer. Durch die bessere Ausrichtung der Solarpaneele könnt ihr die Stromausbeute deutlich steigern. Mit dem vielseitigen Konzeptor-Profilsystem geht das ganz einfach. Ihr braucht dafür nur einen Winkelschleifer mit einer dünnen Trennscheibe oder eine Metallsäge. Zum Entgraten der Kanten verwendet ihr eine Feile, etwas Schleifpapier oder eine Fächerscheibe. Um es übersichtlich zu halten, nutzen wir nur Meterstücke. Hier die benötigten Materialien. Für zwei quer aufgebaute Module wie hier 12 x 1 Meter der 35 x 35 Konzeptorprofile in Weiß oder verzinkt roh. Zusätzlich braucht ihr noch ein 50er Pack Alberts M6 Schrauben und Muttern. Falls die Solaranlage nicht auf dem Dach verschraubt werden kann, beschwert ihr die Konstruktion einfach mit 4 Betonplatten aus dem Baumarkt, damit sie windstabil bleiben. An Werkzeugen benötigt ihr außerdem Trennschleifer oder Säge nur 2 Schraubzwingen oder einen Schraubstock, ein 4er Innensechskant oder eine Ratsche mit 10 mm Nuss. Alle Teile und Maße findet ihr unten in der Beschreibung. Schutzbrille nicht vergessen. Also, los geht's! Die Profile sicher festklemmen, dann trennen wir mit dem Winkelschleifer oder einer Metallsäge 4 der 1 Meter Profile in je ein 60 cm und ein 40 cm Profil. Die genaue Länge ist nicht so wichtig, trenne am besten zwischen 2 Stanzungen. Mit dem Winkelschleifer, der Feile oder Schleifpapier die Schnittkanten entgraten und mit etwas Zink-Aluspray schützen. Die 40 cm Stücke werden nun mit den 1 Meter Stücken so verschraubt, dass sie etwa 1,20 Meter lang sind. Ein 1 Meter Stück und das 1,20 cm lange Teil werden an den Enden locker verschraubt. Das eine Ende des 60 cm Profils wird am Ende des Meterprofils verschraubt und bei etwa 85 bis 100 cm des 120 cm Profils befestigt. Das ergibt ungefähr einen 35 Grad Winkel, der für Deutschland optimal ist. Der zweite Winkel wird spiegelverkehrt gebaut. Das war es auch schon mit der Konstruktion. Jetzt lehnt ihr ein Modul an einer Wand oder Kiste und verschraubt die Winkel mit den Solarpaneelen. Positioniert das Element korrekt und befestigt es entweder mit Schrauben auf dem Dach oder beschwert es mit Betonplatten. Verkabeln und fertig. Jetzt könnt ihr die Sonne anzapfen. Und das war's auch schon. Jetzt viel Spaß mit eurem neuen Balkonkraftwerk. Bis zum nächsten Mal bei eurem Alberts Workshop. Wir sind Alberts, gemacht um zu halten.